Als letzte Rednerin in dieser Debatte hat die Kollegin Katrin Vogler für die Fraktion Die Linke das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dem vorliegenden Antrag der Grünen zum Thema Friedens- und Sicherheitsstrategie gibt es natürlich auf den ersten Blick einige Punkte, denen ich gerne zustimmen würde. Also so schreiben Sie zum Beispiel, Konflikte könnten mit Gewalt nicht gelöst und in eine stabile Friedenslösung überführt werden. Sie schreiben auch, ganz recht, dass es auf viele der heutigen Risiken und Bedrohungen, etwa internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität oder die Sicherung von Rohstoffen und Vertriebswegen, keine militärischen Antworten geben kann. Sie sprechen vom Primat des Zivilen und davon, dass zivile Krisenprävention, Konfliktmanagement und Friedenskonsolidierung Leitprinzipien einer umfassenden Friedens- und Sicherheitskonzeption sein sollen. Wer wollte denn da dagegen sein? Aber natürlich ist es ein Antrag der Grünen und da muss man leider genauer hinsehen. Da heißt es zum Beispiel, dabei zeigen gerade die Versuche der militärischen Krisenbewältigung der zurückliegenden Jahre, dass deren Potenzial zur Bearbeitung von Konflikten maßlos überschätzt ist. Das ist zwar irgendwie schon richtig, aber wer war es denn, der die Potenziale von Kriegseinsätzen maßlos überschätzt hat? Also zum Beispiel die Kriegseinsätze der Bundeswehr in Jugoslawien 1999 und in Afghanistan 2001 gemeinsam mit den Sozialdemokraten durchgesetzt hat. Das waren doch Sie. Und so gern ich Ihnen glauben würde, es gäbe hier vielleicht so etwas wie eine klammheimliche Positionsveränderung, so wenig trifft das leider zu. Wir alle haben noch im Ohr, wie vor wenigen Monaten Abgeordnete der Grünen in diesem Haus gefordert haben, Deutschland solle sich doch bitte am Krieg gegen Libyen beteiligen. Und inzwischen sehen wir alle, wie durch die Luftangriffe der NATO nicht etwa Zivilistinnen und Zivilisten geschützt werden, wie Sie es sich vorgestellt hatten, sondern die NATO selbst für Todesopfer unter der Zivilbevölkerung sorgt. Nein, tut mir leid, in der Gesamtausrichtung des Papiers gibt es keine Kurskorrektur. Zivile Konfliktbearbeitung, das ist für Sie eben nicht die Alternative zur militärischen Gewalt, sondern sie soll sie im Rahmen von umfassenden, ressortübergreifenden zivil-militärischen Konzepten nur ergänzen. Und wenn Sie sich von dieser militärdominierten Logik nicht verabschieden, dann wird diese Strategie auf eine Ausweitung der zivil-militärischen Zusammenarbeit hinauslaufen, die Die Linke ablehnt. Denn dieses Konzept bedeutet nichts anderes als die Unterordnung des Zivilen unter militärische Strukturen, und das haben wir an verschiedener Stelle ja auch schon gemeinsam kritisiert. Und eins sage ich ganz klar, nicht nur in Ihre, sondern auch in Ihre Richtung. Die Bundeswehr ist für uns kein außenpolitisches Instrument. In der Außenpolitik hat die Bundeswehr überhaupt gar nichts zu suchen. Eine schlüssige Gesamtstrategie, das würde für mich heißen, dass wir zum Beispiel auch die Rüstungsexporte stoppen müssen. Sie haben doch gerade eben gemeinsam mit uns die Bundesregierung wegen der Panzer für Saudi-Arabien kritisiert und wir haben gemeinsam unseren jeweiligen Anträgen zugestimmt. Warum steht denn zu den Rüstungsexporten nichts in Ihrem Konzept? Dann müssen wir auch darüber reden, wie wir die deutsche Außenwirtschaftspolitik so organisieren, dass sie nicht die Ungerechtigkeiten, Armut und so weiter hervorruft, durch die Konflikte überhaupt erst gewaltförmig eskalieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Bundesrepublik bedingungslos das Völkerrecht einhält. Denn wenn wir es verletzen, wie beispielsweise beim Jugoslawienkrieg, dann können wir auch andere Staaten doch nicht glaubwürdig dazu auffordern, es einzuhalten. Und wir müssen auch über Abrüstung reden, auch über einseitige. Das hatten Sie doch auch mal in Ihrem Programm. So, sehr schön. Aber das steht in Ihrem Antrag alles nicht drin. Und diese Fragen, die Sie leider nicht mal stellen, die müssten wir aus meiner Sicht wirklich dringend in der Gesellschaft und hier im Parlament diskutieren. Und an so einer Debatte würden wir uns gerne beteiligen, nicht nur auf irgendwelchen Webportalen, sondern ganz live und in Farbe überall da, wo es notwendig ist.